Hallo liebe Steinbockfrau, lieber Steinbockmann, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben in der zweiten Junihälfte aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahres-, Monats- sowie Wochenlegungen und den Link zur Übersicht aller Tarotkarten, die ich hier einsetze. Die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen sind ebenfalls unten aufgeführt. Okay? Auch unten aufgeführt sind meine Social Media Accounts auf Facebook und Instagram. Okay? Also, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, ja? Starten wir mal. Gib mir bitte ein Bild zum Liebesleben von Steinbock vom 15. bis 30. Juni, bitte. Und schon habe ich einen versteiften Nacken. Ich hatte das schon mal bei dir, Steinbock. Also an die, die neu sind. Ich arbeite bei intuitiven Legungen immer zuerst mit inneren Messages, inneren Visionen und gehe dann zu den Karten über. Und das ist schon mal bei einer Legung für dich passiert, Steinbock, dass ich plötzlich einen steifen Nacken bekommen habe. Ich weiß nicht mehr, warum es damals steif wurde. Ein Moment. Mein Rücken fühlt sich plötzlich so unflexibel an. So, als ob ich nur in eine gewisse Richtung schauen könnte. Ja, ich kann nur noch in eine Richtung schauen. Ich kann mich nicht mehr nach links und rechts bewegen. Ich kann, oder war das bei einer Waagelegung? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall geht es jetzt gerade darum, dass ich meinen Rücken nichts anderem mehr zuwenden kann. Ich kann nur noch da in diese Richtung mich richten und ich kann nur in diese Richtung schauen. Gib mir einen Moment. Was gibt es hier sonst noch? Okay, das ist ja mal interessant. Steinbock. Das ist die Zukunft, in die du nur noch schauen kannst, ja? Ich muss hier mich verstecken. Es geht mir hier nicht. Mir ist es egal, wenn man da etwas sieht. Das Problem ist, ich habe ein weißes T-Shirt an und nichts darunter. Und dann kann ich meine Videos nicht mehr als jugendfrei markieren. Das ist das Problem. Ich muss hier. Mir kann es wurscht sein. Mir ist es scheißegal. Aber bei mir hat die Pubertät schon mit 7 Jahren angefangen. An solche Dinge habe ich mich längst gewöhnt. Das ist mir wurscht. Ich will nur meine Videos nicht anders markieren müssen, weil man da irgendwas sieht durch mein weißes T-Shirt. Steinbock, zurück zum Thema. Der Grund dafür, dass du so versteift bist, dass du nur noch vorwärts sehen kannst, ist, weil du diese Versteifung eben von dem ganzen Stress hast, den du von allem ringsum erhalten hast. Ja, also was auch immer da ringsum ist, dieses Umfeld da ringsum, diese Zustände ringsum sind selbst dran schuld, dass du jetzt so versteift bist, dass du eigentlich nur noch vorwärts sehen kannst. Also deine Seele hat sozusagen deinen Körper unflexibel gemacht. Nein, nicht deine Seele, dein Kopf, ja, der Stress in deinem Kopf hat dafür gesorgt, dass die dass keine Neuronen mehr gebildet werden in deinem Hirn in Bezug auf die gegenwärtige Situation. Es gibt da keine neuen Neuronen mehr, diese Verbindungen zwischen den Hirnzellen. Und das führt zu einer gewissen Starrheit in Bezug auf alles andere, das du nicht mehr siehst. Ja? Und ich betone nur in Bezug auf das, du bist nicht generell verstarrt im Kopf oder ähnliches. Diese Starre im Kopf sorgt dafür, dass dein Körper starr wird und das sorgt dann wiederum dafür, dass deine Seele nur noch in eine Richtung gerichtet wird.
Ja, es gibt doch diesen berühmten buddhistischen Spruch da, irgendwie man soll aufpassen, was man denkt, weil man es irgendwann ausspricht. Man soll aufpassen, dass man irgend solche Dinge gibt es, ja, oder diese Dinge, die dann eben sich dann in anderen Dingen manifestieren. In unserem Leben manifestieren. Sind deine Gedanken, die sich mittlerweile sogar in deinen Körper gebohrt haben. Es kann sogar sein, dass du Steinbock, dass du den Menschen, die für all das stehen, was du eben nicht mehr siehst, dass du denen beim Reden nicht einmal deinen Körper mehr zuwendest. Es kann wirklich sein, dass hier Steinböcke sind, die nur noch so mit einem Seitenblick mit den Menschen reden. Ja, das ist ein Zeichen für dich, dass du eigentlich ganz woanders hin möchtest mit deinem Körper. Achte mal drauf, wohin deine Füße zeigen, wenn du mit diesen Menschen, die du nicht mehr sehen willst, dich unterhältst. Ja, schau mal, wo deine Fußspitzen hin zeigen. Interessant, schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal. Diese Situation ist schon seit einiger Zeit bei dir pendent, Steinbock, und es wundert mich nicht, dass es jetzt so langsam auch körperlich spürbar ist. Ja, es drängt dich nahezu alles aus dieser Situation heraus. Ja, schauen wir mal. Macht der Fantasie, 20. Macht der Fantasie. 20 habe ich hier. Mir fällt jetzt direkt 10 der Stäbe, 10 der Schwerter in den Sinn. Die Art und Weise, wie du Schluss machst, sozusagen mit einer Phase, mit einem Umfeld, mit einem Menschen, mit mehreren Menschen. Und dann sollst du dir vorstellen, wie du 10 der Kelche, 10 der Münzen mit einem anderen Umfeld, mit anderen Menschen, mit einem anderen Menschen haben könntest. Die Macht der Fantasie, die Vorstellung davon, was dich da vorne erwarten könnte, soll dich jetzt in Bewegung setzen. Okay? Ich persönlich würde dir ja sagen, geh so oder so raus. Ganz egal, was du dir da vorne vorstellen kannst, du musst da raus. Das ist kein Leben so. Ja? Wenn man so sehr verstarrt, dass man die Menschen nicht einmal mehr richtig wahrnehmen möchte. Eieiei. Schauen wir mal. Hoppala. Gib mir bitte Karten zum Liebesleben von Steinbock vom 15. bis 30. Juni, bitte. Gib mir bitte Karten zum Liebesleben von Steinbock vom 15. bis 30. Juni, bitte. Die Liebenden. Das ist das, was dich vorwärts treiben wird, Steinbock. Die Liebenden steht mehr für die Macht der Fantasie als die Wirklichkeit, ja. Die Vorstellung wird das sein, was dich vorwärts treiben wird, raus aus der Situation, in der du dich befindest. Die erste Karte bestimmt die Energie der ganzen Legung. Das ist hier deine Vorstellung, die verstärkt wird. Es ist so dein Vorstellungsvermögen, das hier plötzlich verstärkt wird. Das Interessante ist in Bezug auf die gegenwärtige Situation, das gegenwärtige Umfeld, die gegenwärtigen Menschen, sind deine Neuronen inaktiv. Deine Neuronen drehen durch, wenn sie an diesen Menschen denken. Du hast hier jemanden im Sinne und deine Fantasie hat regelrecht Flügel hier und du stellst dir hier mittlerweile die schönste Liebe vor, die man haben könnte mit diesem Menschen. Und in Bezug auf zwei Dinge musst du jetzt aufpassen, Steinbock. Das hier ist Fantasie. Ja? Es gibt auch eine Realität. Es ist nicht so, dass du dein
das Problematische da verlässt und dann hingehst zu einem komplett unproblematischen Umfeld. Das muss dir bewusst sein. Und das Zweite, was ich sagen wollte, hat auch mit dem zu tun. Ja, steigere dich da nicht in etwas hinein, Steinbock, das dich dann enttäuscht dastehen lässt. Und die Sache ist halt die, der Ort, wo du hingehen möchtest, die Person, zu der du gehen möchtest, könnte verglichen mit der Ist-Situation noch toller aussehen, weil eben dieser Vergleich da stattfindet. Also wenn ich zum Beispiel in einem Land bin, wo die Dusche nicht wirklich funktioniert, dann gibt es für mich nichts Fantastischeres auf der Welt wie die Duschen hier in der Schweiz, wo man wirklich das Wasser anständig einstellen kann und das Wasser dann diese Temperatur beibehält. Das ist dann für mich Paradies. Oder? Und ja, dann mache ich aus einer einfachen Duschbrause, aus einer einfachen Wasserleitung etwas Paradiesisches. Warum? Weil meine gegenwärtige Situation kacke ist. Okay? Ich will dich nicht entmutigen, es ist sehr schön, dass du dich davon leiten lässt, aber ich bin ja auch hier zum Vorwarnen, ja? Vier der Münzen. Das zeigt deine Zurückhaltung in Bezug auf diesen Menschen, den du anpeilst. Und es zeigt auch, wie sehr du dich mittlerweile von deiner Ist-Situation abgekehrt hast. Schau mal, die ganze Stadt, die liegt weit hinter dir und vorwärts gerichtet bist du ebenfalls zurückhaltend. Und zwar aus defensiven Gründen. Aus defensiven Gründen, du hältst hier eine Münze vor deinem Herz, du willst keinen Herzschmerz haben auf der anderen Seite. Gut, umso besser, dass ich dich vorwarne, ja? Die Herrscherin. Steinbock, du hast hier Angst davor, dass dein Gegenüber dich im Griff haben könnte. Du fühlst dich hier wehrlos gegenüber diesem Menschen. Wir haben hier die Kraftkarte. Auf der Kraftkarte ist die Herrscherin abgebildet. Und du sagst, wenn dieser Mensch mich dann im Griff hat, dann bin ich ein für alle Mal gefangen. Das willst du nicht. Du willst nicht gefangen sein. Okay. Weil du bist ja, es fällt dir ja jetzt aus der Ist, es fällt dir ja schon schwer, aus der Ist-Situation rauszukommen. Und du willst das nicht nochmals erleben, dass du in eine Situation kommst, wo du nicht mehr rauskommst. Steinbock, falls du nicht in irgendwelchen Ländern lebst, wo Menschen aufgrund von soziopolitischen Gründen in solche Situationen kommen können, dann musst du den Grund bei dir suchen. Wenn du nicht eine Frau bist, die in einem Land lebt, wo Frauen in solche Situationen kommen können, oder wenn du nicht ein Mann bist, der in einem Land lebt, wo Männer in eine solche Situation kommen können, wobei ich das nicht kenne. Mir fällt kein Land ein, das Männer in eine solche Situation bringen kann. Falls das nicht der Fall ist, Steinbock, dann gilt Selbstbestimmung. Selbstbestimmung. Und soweit ich weiß, schaue ich für demokratische Länder, also offiziell demokratische Länder.
Page der Kelche. Okay. Hast du es mit wieder zu tun? Weil die treiben eben genau dieses Spiel seit letztes Jahr. Steinbock, die Art und Weise, wie dieser Mensch mit dir kommuniziert, macht dich stutzig. Dieser Mensch ist ein bisschen zu nett. Die sind zu freundlich. Und die Sache ist ja, natürlich gibt es freundliche Menschen auf dieser Welt, oder? Menschen, die man antrifft und ja, direkt eine Wärme spürt und gerne dann Zeit mit verbringt. Ja, aber dann gibt es noch freundliche, höfliche Menschen, die ganz leicht distanziert sind. So, ein kleines bisschen Distanz. Und was dein Gegenüber damit bezwecken wollte, ist deine Macht der Fantasie anschrauben, ja, so dass ein bisschen geheimnisvoll sein. Was sie nicht wussten, ist, dass sie gleichzeitig auch Ängste in dir hervorrufen. Ja, die Macht der Fantasie in Bezug auf was alles draus werden könnte im positiven Sinne, das haben sie definitiv angeregt, aber auch deine Ängste. Die Angst davor, dass dein Gegenüber dich kontrollieren möchte und sie diese Seite an sich zurückhalten, ganz bewusst. Und es dir nicht zeigen wollen am Anfang. Das könnte, also bei Widder, Löwe und Waage habe ich diese Tendenzen recht oft gesehen seit letztes Jahr. So, und Fische, bei Fische habe ich das auch gesehen. So dieser Rückzug mit Taktik, aber nicht mit negativer Taktik. Neun der Kelche. Zehn der Schwerter. Damit du dein großes Glück erreichen kannst, Steinbock, musst du etwas anderes aufgeben. Da bist du bei Neun der Kelche, du weißt ganz genau, wohin du willst. Dieser Mann hier sitzt aufrecht, schaut nur vorwärts, ja. Und der will vorwärts hin zu Zehn der Kelche. Und damit er das machen kann, das kann, also du kannst da Mann oder Frau sein, das spielt keine Rolle, muss hier etwas abgetötet werden aus der Vergangenheit. Etwas, wo du nichts mehr spürst, etwas, wo deine Neuronen mittlerweile tot sind. Das ist ganz wichtig, dieser Satz Neuronen, dass die Neuronen nicht mehr funktionieren in Bezug auf dieses Umfeld hier. Achtet mal darauf, wie könnt ihr feststellen, ob die Neuronen bei diesen Menschen noch funktionieren oder nicht? Wenn dieses Umfeld, wenn diese Menschen, wenn dieser Mensch keine Emotionen in dir regt, wenn du da nichts mehr fühlst, Steinbock, dann sind das die Gefühle, die tot sind, die Neuronen, die tot sind, es wächst da nichts heraus. Ja? Sogar bei mir sind deine Neuronen aktiver. Ich sag dir hier was und du freust dich. Ich sag dir hier was und du wirst traurig. Aber bei diesem Umfeld spürst du gar nichts mehr davon, du nimmst es nicht mehr wahr, es entsteht nichts mehr im Hirn, das zu den Gefühlen da umgeleitet werden könnte. Ja? Die musst du zurücklassen, um vorwärts gehen zu können zu diesem Menschen. Sehe ich hier diese schlechten Absichten, die du hier vermutest? Ganz ehrlich, nein. Ich glaube sogar, dass sie selber Angst vor dir haben. Seht ihr das Meer hier? Wellig, ja? Es geht ein bisschen up and down in diesen Menschen. Die haben auch ein bisschen Angst vor dir.
Du bist auf Rückzug und schürst hier Ängste. Sie sind hier höflich distanziert und schüren bei dir Ängste. Aber du wirst hier diesen Schritt machen. Du wirst dieses alte Umfeld wirst du zurücklassen und angetrieben von der Vorstellung, die hier, von der Macht der Fantasie, wirst du zack vorwärts gehen. Ja? Ich lese hier rasch aus dem Begleitbuch hervor. Was ich hier auch sehe, ist, dass hier Steinbock, dass du hier dein großes Glück, das du dir da vorstellst, ebenfalls neu definierst. Ja, du warst vorher, hattest du hier ein 10 der Kelche im Kopf, dieses glückliche Familienleben da, hattest du im Kopf, das tötest du ab und dann wirst du ein neues 10 der Kelche für dich definieren. Ja, weil hier ist es noch viel zu hoch gegriffen. Das kann niemand realisieren, was du hier dir vorstellst. Schauen wir mal. Macht der Fantasie, 20. Karte. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber ich habe gerade eine SMS bekommen. Ich habe etwas bestellt und dann bekomme ich von der Webseite selber die Bestätigung, dass es jetzt abgesendet wird. Und dann bekomme ich von der Schweizerischen Post eine Mail-Nachricht, wir haben es jetzt abgesendet und jetzt bekomme ich noch eine SMS von der Schweizerischen Post, dass es abgesendet ist. Dreifach. Dreifach. Hitler nannte das Arbeitsplatzbeschaffung damals. Also, Macht der Fantasie. Grundbedeutung, die Verwirklichung von Träumen, kreatives Denken, Visualisierungen, die vereinte Kraft der Bilder und Gefühle, Kreativität, Illusionen. Die Botschaft des Orakels. Wer willst du sein? Woran musst du glauben, um das Leben zu führen, das du dir wünschst? Dir ist die mächtige Gabe der Fantasie verliehen. Was du dir erträumen kannst, das kannst du auch erschaffen. Deine Fantasie ist jetzt der Schlüssel zur Verwirklichung deines Lebenstraumes. Hänge eine Weile deinen Tagträumen nach, gestalte deine Vision Board, eine Pinnwand mit Bildern oder Sätzen, die deine Ziele symbolisieren, oder meditiere. Lass aus der Kraft deiner Fantasie Bilder dessen entstehen, was deine Seele nährt. Lass Inspirationen und Gefühle ineinander fließen und stelle dir das Ergebnis als gegenwärtige Realität vor. Was du dir auf diese Weise ausmalst, wird für dich zu dem, woran du glaubst, und schon bald wirst du es wie von Zauberhand im Außen verwirklicht sehen. Beziehungsbotschaften. In Dingen des Herzens geben wir uns leicht Tagträumen hin. So, jetzt tönt es hier anders. In Dingen des Herzens geben wir uns leicht Tagträumen hin, in denen wir uns mit einem anderen Menschen verbunden sehen. Das kann zwar sehr romantisch sein, aber wenn du dir eine reale Verbindung mit diesem Menschen wünschst, musst du auch etwas dafür tun, nicht nur davon träumen. Es ist jetzt Zeit, deinen Tagträumen zur Verwirklichung zu verhelfen, den Schritt von der Illusion zur Realität zu wagen. In Beziehungen geht es darum, in Kontakt zu sein, sich dem Tanz zu überlassen, in dem Fantasien Form und Gestalt annehmen. Die Botschaft dieser Karte an dich ist, dass jemand mit den Eigenschaften, wie du sie dir erträumst, in dein Leben treten und dir Anstöße zu positiven Entwicklungen geben wird. Okay? Steinbock. Ich lege hier eine weitere Reihe mit dem Hexentarot, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du noch nicht über dein Gegenüber weißt, aber wissen solltest. Und da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye bye.